nichts antun. Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Let's alle auf Position. Leck. Let's Leck. Ja. Ihr habt uns verraten. Verräter. Macht schon weiter. Was geht denn hier ab? Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Buh! Okay, heute live eine Hinrichtung. Am heutigen Tage zurückbleiben, breche ich auf nach Sohn. Die Masse ist unverdächtig. Hey, so passt doch nicht auf mich. Ich bin nicht euer Blutsee. Ich konnte nicht irgendwie vom Kampf. Hat gar nichts gemacht, ist okay. Stopp, böse. Ich hab nichts getan. Ich wollte nichts tun. Ich hatte nicht gedacht, dass du mich angreifst, wenn ich da gerade mal 1 Zentimeter an dir vorbeigehe. Verdammt. Ich kann während Kämpfen mal die Einstellung ändern. Ey, Alter! Okay, das hilft wohl nichts. Ich muss wohl ganz eindeutig laden. Ja, das ist doch affig. Laden wir mal den nächsten Spielstand. Nein. Ja. Sowas liebt man doch, oder? Ja, dann. Wir wissen jetzt, was da passiert, und da passiert ja nichts Tolles, also gehen wir jetzt einfach weiter und suchen mal jemanden auf, und zwar so einen Typen. Wir hatten ja letztes Mal irgendwas von der dunklen Bruderschaft gehört, und da werden wir uns jetzt mal ein wenig umgucken. Mal schauen, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Die dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Ja, tun sie aber, sie töten ihn, wenn ich ihn nicht aufhalten würde, aber kann ich ja nicht. Also... Jetzt würde ich gerne wissen, wo zum Teufel ist das? Früher war ich auch ein... Ja, halt mal. So, wo haben wir denn? Sprich mit Teufel, erforsche die Legende. Erkunde, sprich mit... Sprich mit Aventus. Ich glaube, der da war das, oder? Ich glaube, der da war das. Wo wäre das denn? Ist der hier? Nein. Das ist hier. Ja, dann wollen wir da mal eben hinreisen, weil ich gerade dahin will. Ja, warum? Darum. Ich warte noch auf meine neuen PC-Teile. Deswegen nehme ich jetzt zur Zeit ein bisschen weniger Skyrim auf, weil ich halt hoffe, dass ich dann in höherer Grafikauflösung in Full-Size aufnehmen kann und ohne komplett ohne Lags. Und das ist der einzige Grund, warum zurzeit weniger Skyrim kommt und mehr Bully, weil ich Bully halt trotzdem in Full-Size aufnehmen kann. Lass mich vorbei. So. Geil, trotzdem gibt es jetzt mal wieder ein Part. Wir müssen irgendwo hier lang. Waren wir hier überhaupt schon mal? Fällt mir gerade so nebenbei auf. Ich habe nämlich keinerlei Erinnerung daran. Hä? Wir müssen da hoch. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also, ich war hier noch nicht wissentlich. Ja, aber es scheint richtig zu sein. Hier muss ich irgendwie... Da hinten, glaube ich. Lang. Ja, hier rein. Stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet.
Dieser Junge, dieses Haus. Sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Darüber reden wir nicht mehr. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Okay, vielen Dank. Fuck. Ich wollte da eigentlich rein. Geht mal weg, damit ich hier aufknacken kann. Wo war denn nochmal Quicksave? Da. Ja. Sehr schön. Und wir versuchen... Ach, wenn das nicht laggen würde. Ich weiß nicht, warum auf einmal... Ich muss mit dem PC neu starten wahrscheinlich. Perfekt. Gucken wir mal, ob der uns empfängt. Oder ob wir jetzt hingerichtet werden. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Grelot, alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Bruderschaft wird dafür sorgen. Bitte, wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Lesen ein Kuss, liebste Mutter. Okay. Liebe Mutter, reden wir mit ihnen. Da seid ihr ja endlich. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Ja. Ich schweige einfach mal. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Hoppala. Bitte tötet Constance Michel nicht. Sie ist nämlich wirklich gütig. Erzähl mir etwas über eure Mutter. Was ist geschehen? Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Und sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und jetzt bin ich ganz allein. Der Jarl sagt, dass ich ins Ehrenhall-Waisenhaus muss. Das ist nicht fair! Seid ihr euch da sicher, Junge? Wollt ihr wirklich diese Frau umbringen? Ich war mir einer Sache mein ganzes Leben lang nicht so sicher. Jemand wie Grelot verdient es nicht, auch noch einen Tag länger zu leben. Sie ist ein Monster! Mordaufträge haben ihren Preis, mein Junge. Ich habe ein Familienerbstück, das ihr haben könnt. Angeblich ziemlich wertvoll. Ich hoffe, das reicht. Ja. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ja. Okay, also, es ist noch nicht direkt die dunkle Bruderschaft, aber wahrscheinlich durch diesen Mord kommen wir an die dunkle Bruderschaft. Und da wir auch schon in Oblivion der dunklen Bruderschaft hörig waren, werden wir das hier nicht ändern. Also werde ich jetzt mal ein bisschen Auftragsmordmagie durchführen und einfach mal diese nette Frau töten, wenn ich sie denn irgendwo finde. Ja, wenn ich sie dann finde, ist das... Hä? Moment. Stopp. Ach, der hat den gar nicht drin. Zielort festlegen. Abbrechen. Tagebuch. Hä? Da.
mich jetzt verarschen? Ich will nur noch das hier haben. Wo ist das? Trotzdem draußen? Sicher? Jetzt bin ich verwirrt. Wilhelms Schneebezirk wurde in Anspielung auf die dort ansässigen Dunkelelfen in grauer Bezirk umbenannt. Aha. Okay. Ich kann ihn noch drehen. Liebe Mutter, schick mir dein Kind. Ach Gottchen. Da hinten. Ja, witzig. Ja gut. Suchen wir mal die Kutsche. Hier müsste ja eigentlich irgendwo eine Kutsche sein. Hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß, das ist lecker.